Der Kaffee ist fertig, aber wir haben andere Dinge zu tun. Wir begrüßen unseren Hausgast, der schon mal reingeht. Und dann können wir auch mit ihm reden, hoffe ich. Ja. So. So, von Herzen ein Kompliment machen. Der gut. Was macht? Er läuft nach Hause, aber er ist doch schon zu Hause. Oh Mann, Kunibert, hast du dich gerade ein bisschen orientierungslos verhalten? Ist egal. So, lockere Unterhaltung. Ihr geht's gut soweit. So, wir machen mal einmal Knuddeln. Und den Junior, den ziehe ich mal aus dem Verkehr und lass ihn dann mal da hinten. Achso, das kann man mal da hinpacken. Und dann lassen wir ihn mal Formen malen. Und wir beide, oder wir konzentrieren uns auf die beiden, so. Wir beide jetzt, ne, kleine, wir werden mal ein bisschen so tratschen und beschämt. Oh. Der Kunibert hat mal wieder irgendwas gesagt, was nicht so gut ankam. Also deswegen machen wir Folgendes. Wir erzählen ihr, dass uns das leid tut und, ja, und, Wir machen mal einen Anmachspruch, ne? Wir lassen uns da mal so ein bisschen von der Umgebung... Okay. Gut, Kunibert ist eindeutig nicht fürs Flirten geschaffen. Andersherum, so kriegt man es natürlich auch hin, ein Problem zu lösen. Die Beziehungen von Kunibert und Cassandra sind eindeutig sicher. Und da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber so oder so läuft das hier gerade nicht wirklich gut zwischen den beiden. Gut, wir machen mal den Boss nach. Ne? Unser Boss, der ist... Also sein Boss, der Kunibert's Boss, der ist... Nee. Okay, pass auf. Sie scheint sich hier hinzusetzen. Wir machen mal Film ansehen. Und zwar... Sims aus dem Jenseits. Abenteuer im Raumschiff-Simulator. Den können wir uns ansehen. Der klingt doch spannend. So. Und dann können wir mal ein wenig mit ihr quatschen. Psst. Psst. Nicht stören. Psst. Siehst du? Kunibert möchte das gesamte Erlebnis im Fernsehen sehen und nicht gestört werden. Oh, sie ist eine Spinnerin. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich sie so erstellt habe. Damals habe ich auf die Werte, die man da so vergeben konnte, noch nicht so richtig Wert gelegt. Und ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, der Tag hier wird zwischen den beiden nicht gut enden. Es wirkt so, als ob sie nicht gerade gut miteinander auskommen. Kann man nicht ändern. Das ist halt dann so und naja. So, was soll's. Der Science-Fiction-Film scheint sehr spannend zu sein. Der Kampf der Roboter hat begonnen. Der Frosch gegen den Roboter. Ja, der Roboter ist agil, der Frosch noch viel besser. Und gleich kommt hier Captain Kirk um die Ecke. Und wenn Captain Kirk kommt, dann hat er Gorn ausgegurt. Nein. Entschuldigung, falsche Sendung. Aber ganz ehrlich. Kermit hier kommt gerade gut. Moment. Jetzt. Und Treffer. Der Roboter war einmal. Okay. Das ist ein Actionfilm von Feinsten. Da können sich manche Regisseure heute eine Scheibe abschneiden. Besser geht's gar nicht mehr. Die Special Effects. Die Kostüme. Die Dialogschreiber vor allem. Also, wer die Dialoge da geschrieben hat bei dem Film, der verdient doch einen Oscar. Aber, okay, na gut. So, wir machen mal hier einen Witz, damit wir mal irgendwie vorankommen in den Gesprächen. Und ich glaube, sie ist doch so ein bisschen... Wir machen sie mal doch nochmal an. Ja, sie hat da so diese Handbewegung so, als ob sie eigentlich kokett wäre, was ich nicht weiß. Vielleicht ist sie auch nur beschämt, keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Wir machen mal einen Witz. Na? So, ein kleiner Witz. Und der scheint gut angekommen zu sein und, was macht der denn da?
So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Aber egal, das funktioniert. Cool. So. Na Gott sei Dank ist Cassandra nicht gerade vorbeigekommen. Und was? Wenn Friedrich jetzt aufwacht, würde er hier spontan eine unbekannte Frau in seinem Zimmer sitzen sehen, die ein Buch liest. Das kommt sicherlich sehr gut und naja. So, wir beschweren uns mal über den Schauspieler. Also der unter diesem komischen Froschkostüm da gesteckt hat, der war ja mal eine Gurke. Ne? Das war doch nichts. Aber der Roboter, der fiel wirklich in Zeitlupe und wirklich super. Und ignoriere das Kind hinter mir, das schläft stein und fest und ach, naja, das wacht nicht mehr auf. Ja. Aber es lebt noch. Ja, Friedrich lebt noch, keine Sorge. Und wir haben ein zweideutiges Gespräch. Aha. Komm doch mal her, wir knuddeln dich. Ich weiß, ich provoziere sie herauf, aber ehrlich gesagt, ich finde das irgendwie ganz witzig. Los, komm, hier. Nein. Ah, Körperkontakt wollen wir noch nicht. Na gut, dann kommen wir lügen mal über die Karriere. Wir sind gut in der Karriere. Und ich gucke mal, wann Cassandra nach Hause kommt. Um 2 Uhr. Ah, na, dann machen wir Folgendes. Komm, hier, so. So, war sehr nett mit dir. Aber bevor Friedrich hinter uns aufwacht, der Tag noch schlechter wird, die ganze Sache noch beschämender abläuft, würdest du bitte mal das Haus verlassen? Meine Frau darf nicht erfahren, dass du da warst. So, in der Richtung. So hat der gute Kunibert das jetzt gerade ihr vermittelt. Und, komm. So. Kunibert ist ein wenig unbehaglich. Er könnte sich jetzt unter der Bettdecke verstecken, bis es ihm wieder besser geht. Macht aber nicht. Er geht einfach mal schlafen und wartet darauf, dass Cassandra dann wieder da ist. Wo ich übrigens was vergessen habe. Sie sollte ja ursprünglich fleißig arbeiten. Und sie ist wieder da, hat super Arbeit geleistet. Natürlich hat das nicht so viel Spaß gemacht. Und sie ist müde, deswegen schicke ich sie jetzt auch ins Bett. Ja, und ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns demnächst wieder bei den Sims. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dank fürs Zusehen, macht's gut, tschüss. Na, sieh mal an, wer da noch schläft. Die Familie Wassersuppe ganz gemütlich im Bett an einem Samstagmorgen um 7.14 Uhr. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wann muss denn hier wer mal wieder zur Arbeit? Kunibert hat heute frei, Cassandra natürlich nicht. Und der gute Friedrich, der muss zwar auf Toilette, aber muss heute nicht zur Schule, ist ja auch Samstag, da müssen wir nicht unbedingt uns ein wenig weiterbilden. Wobei, das stimmt nicht, er könnte die Hausarbeiten noch machen, die ich vielleicht sogar machen lasse. Weiß ich noch nicht ganz, ich hatte eigentlich mehr vor, mich heute auf den lieben Kunibert zu konzentrieren. Und bevor der den ganzen Tag verschläft, macht er jetzt mal Folgendes. Der wird eine Runde duschen und auf Toilette gehen, aber ich lasse ihn mal erfrischend duschen. Ne? So eine erfrischende Dusche, die bringt doch gleich alles so in Wallung. Ne? Kalt duschen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und wenn es zu kalt war, dann hört man denjenigen unter der Dusche auch schreien. Junior? Dein alter Herr ist gerade beschäftigt. Wie wär's, wenn du ihn alleine lässt? Ja. Das hast du dir gerade selbst zuzuschreiben. Schließlich geht man nicht auf Toilette, wenn da jemand drauf ist. Man schließt ja auch normalerweise ab. Ne? Man schließt ja auch ab, wenn man nicht möchte, dass jemand in den Raum kommt. Aber das können die Sims hier nicht. Ich hätte jetzt temporär natürlich die Tür wirklich abschließen können. Aber andersherum muss jetzt auch nicht wirklich sein. Und sobald der Gute hier fertig ist, ne, sobald der fertig mit dem Duschen ist, muss ich mal überlegen, lasse ich ihn hier essen oder lasse ich ihn in ein Café gehen? Ich meine so ein Frühstücksbrunch, das wäre doch mal was Nettes. Und ich glaube, ich mache das mal, ich werde mal, Moment, reisen, genau, reisen, mal gucken,
ich glaube, ich werde sie mal einladen zu einem Frühstücksbrunch und ich werde dann die gute Dame treffen. Ich überlege nur, entweder nehme ich das Kaffee Frische Brise oder Hase und Igel. Aber bei Hase und Igel waren wir ja schon öfters. Deswegen könnten wir da oben, das hier ist ja das Blökende Lama, das ist die Bar. Nein, wir nehmen mal das Kaffee Frische Brise, denn da bin ich, glaube ich, vorher noch nie mit Kunibert gewesen. Und während der Ladebildschirm vor sich hin lädt, überlege ich schon, was ich den Kunibert bestellen lasse. Und ich hoffe, dass seine Begleitung auch wirklich da sein wird und nicht gleich wieder verschwinden wird. Moment. Einmal pausieren, bitte. Wie sieht der denn aus? So geht man doch nicht, Kleidung aussehen. Nee, Kleidung ändern. So geht man doch nicht essen. Morgens zumindest. Ich werde ihn mal. Ne? So. So, dann machen wir mal eine kleine Unterhaltung. Wir tratschen ein wenig, bis die Bedienung da hinten mal angekommen ist. Und ich nehme alles zurück. Ich glaube, hier war ich doch schon mal. Moment mal. Da ist der Nachtclub. Doch, hier waren wir schon. Im Nachtclub waren wir. In der Bibliothek waren wir, glaube ich, schon mal. Also deswegen, hier waren wir definitiv schon. Okay, und dann können wir ja mal gucken, ob wir da hinten Essen bestellen können. Personal einstellen, Getränke zubereiten. Ich würde doch ganz gerne bedienen, ist auch nicht schlecht. Also Personal ist noch nicht angekommen. Das unterhält sich lieber. Das Kaffee hat halt noch geschlossen. Macht ja auch nichts. In der Zwischenzeit können wir beide uns hier mal ein bisschen tratschenderweise unterhalten. Und um Bestätigung reden ist immer eine gute Idee. Und ist der gute Kunibert eigentlich in irgendeiner Gruppe? Ach ja, er ist bei den Stammgästen. Ja. Und eigentlich könnte er dann noch irgendeiner zweiten Gruppe mal irgendwann beitreten, aber da weiß ich noch nicht so richtig, welcher. Und wir machen mal kurz einen netten Begrüßungshüftstoß. Na? Garza! Jo, super. Und das Personal ist angekommen. Dann können wir auch mal ein Croissant bestellen. Genau. Das macht der Kunibert jetzt, denn der hat immer noch Hunger. So. Erstmal muss er mal hier ein bisschen mit der Dame so halb flirten. Ich weiß gar nicht, warum die immer eine kokette Stimmung hat. Irgendwie komisch. Aber egal. So, Kunibert. Ich hätte ganz gerne mal ein Croissant. Hallo? Ma'am? Zum hier essen, ein Croissant. Ich sagte ein Croissant. Muss ich es mir etwa selbst holen? Hier. Sie kommt da nicht hin. Wie geht denn das? Wieso hängt die... Ich glaube, die Bedienung hängt. Ja, ich versuch's mal mit den Schokobrötchen. Vielleicht geht das. Wir üben's. Aber ich glaube, da hängt gerade was. Ja. Jetzt holt sie zumindest mal den Kaffee. Aber sie kommt echt nicht zum Essen. Sie weiß nicht, wie sie zum Essen kommen soll. Was blöd ist, dann machen wir was anderes. Ich wollte ja mal gucken, ob Kunibert Folgendes kann. Wir üben mal. Mal gucken. Wenn die das mit dem Frühstücksessen nicht hinkriegen. Ist ja cool. Sie steht doch da. Warum ruft ihr sie an? Na, ist egal. Das geheime Treffen zwischen den beiden. Und zwar im Restaurant Chess Lama. Lass die beiden mal was essen. Denn dann können die sich auch vielleicht ein wenig näher kommen. Ich meine, der Romantikbalken ist ja immer noch vorhanden. Und anscheinend scheinen die beiden sich sehr gut zu verstehen. Auch wenn ich das ehrlich gesagt immer noch nicht verstehe. Denn so war es ursprünglich nicht gedacht. Und trotzdem, ja, warum eigentlich auch nicht? So, wir werden um einen Tisch bitten. Diesmal machen wir das sogar wirklich, indem wir vorne uns vorstellen. Ich gehe jetzt absichtlich nicht jetzt zu einem Tisch und bestelle den, sondern wir machen das jetzt wirklich mal, indem wir da reingehen und sagen, ich hätte ganz gerne einen Tisch.
Moment. Hallo. Ich bräuchte mal einen Tisch für zwei. Haben Sie sowas? Oder haben Sie nur für drei? Nein, es gibt wirklich einen für zwei. Das ist ja wunderbar. So, mal gucken. Alle gehen voraus und, unser Lieblingstisch ist leider schon belegt. Also werden wir wohl einen anderen Tisch bekommen. Und wir sehen, es ist der Tisch hier vorne. Super! So, na dann setzen wir uns heute mal an den Tisch. Ich mache auch gleich für den Tisch eine Bestellung. Ne? Dann können wir uns voll und ganz um die Unterhaltung kümmern. Und zwar, was kriegen wir denn? Es ist ja ein Frühstück, mehr oder minder. Deswegen nehmen wir für beide einen Kaffee. Kamillentee wäre es nämlich nicht so richtig. Und wobei, nein. Die Dame kriegt ein Cappuccino. Ich habe das jetzt einfach mal umentschieden. Und es soll ja was Nährhaftes zum Essen sein. Deswegen geschmortes Bruststück an Sauerkleesalat klingt etwas, was er gerne essen würde. Und sie nimmt, Sixam-Bruststück mit Kometenstaub. Das ist etwas, was sie nimmt. Ja, und dann haben wir es schon. Das bestellen wir jetzt einfach mal so. Okay. Huch. Kam da schon ein Kellner? Nein. Gut, dann quatschen wir mal ein bisschen über Tanztechniken reden. Wobei, nein. Erst wird bestellt. Wie wir sehen, die Bestellung geht vor. Unsere Begleitung ist kokett. Für eine Verabredung hervorragend. Wir reden natürlich so ein bisschen über alles Mögliche. Und dazu gehören dann auch zwei tiefgründige Gespräche. Während die da quatschen, kann ich das ja mal machen. Tiefgründige Unterhaltung. So. Kunibert, was gibt's so Neues bei dir? Auf der Arbeit zum Beispiel. Apropos Arbeit. Naja. Er steht eigentlich kurz vor einer Beförderung. Was? Die Dame wollte eben gerade was. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat sie unserem Sims gerade gesagt. Und 3, 2, sieht gut aus. Wir machen mal weiter. Ich suche mal nochmal die tiefgründige Unterhaltung. Moment, da ist sie. Da ist die tiefgründige Unterhaltung und Kunibert ist kurz vorm Verhungern. Wo bleibt denn hier das Essen? Aber keine Sorge. Es ist ein heißes Date zum Mittagessen. Gut, aus dem Frühstück ist mittlerweile ein Mittagessen geworden. Was soll's? Ist egal, ne? So, freundlich, wir könnten übers Essen plaudern. Leider kenne ich das noch nicht. Aber unser Essen kommt gerade. Es macht Puff. Und da ist es. Huch. Ich wollte eigentlich hier einmal klicken. Und natürlich macht er erstmal ein Foto von seinem Essen. Und danach wird er darüber reden, wenn er es gegessen hat. Und er hat die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben. Die neuen Feinschmecker-Kochfähigkeiten von Kunibert ermöglichen es ihm, vielfältigere Mahlzeiten zuzubereiten. Je höher der Fertigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Genau. So, kann er jetzt über das Essen reden? Wir gucken mal. Er kann mal eine dramatische Geschichte von sich geben, während er da ist. Aber ich suche immer noch. Über das Lieblingsrezept kann er natürlich auch gleich noch reden. Na, kommt seine Geschichte gut an? Ich bin gespannt. Hallo? Die Maus hat gerade nicht funktioniert, so wie ich wollte. Aber egal. Es scheint so zu sein, dass das so halbwegs funktioniert. Ich suche schon mal das nächste Thema. Und zwar, wie wäre es über die feine Küche? Ja. Wie kann er denn? Nee, da kann er nur aufräumen. Ansonsten, 2 Wünsche hat er erfüllt. Okay. Eine kokette SMS verschicken. Möchte er.
warum auch nicht? Okay, passt mal auf, Leute, das machen wir so nebenbei. Eine SMS an die Ehefrau, damit die sich nicht vernachlässigt fühlt. Beim romantischen Date kommt sicherlich immer gut. Würde ich vielleicht in echt nicht machen, aber ist egal. So, er fühlt sich schon ganz, ganz anders. Das Essen scheint zu wirken. Okay, auf jeden Fall, wir drücken mal einmal Bewunderung aus. Und Kunibert scheint das Essen nicht zu schmecken, so wie ich das so interpretiere. Wir versuchen es nochmal. Irgendwie hat das mit dem Essen-Plaudern nicht geklappt. Klicke während des Essens auf deine Verabredung und diskutiere über das Essen mit einer der Optionen unter freundlich. Hm. Tanztechniken, kennenlernen und weiß ich nicht was alles. Wir machen mal, wir fragen sie mal erstmal nach ihrem Liebesleben, bevor wir hier noch mehr irgendwie in die Richtung machen. Und ich kann aus irgendeinem Grunde zwar die Sachen anklicken, aber die zählen da oben nicht. Hm. Naja, egal. Ich guck mal. Da können wir eine Runde bilden. Ja. Ich wüsste wirklich nicht, was ich da machen kann. Gut, tiefgründige Unterhaltung, was soll's. Weil sonst müsste es ja hier eigentlich geben, irgendwie sowas wie, ja, tiefgründige... Hier nur ein Lieblingsrezept. Naja, aber ich wüsste nicht, worüber ich sonst... Über Speisezubereitung beschweren. Moment, da gibt's was. Da war ja auch das Logo ein anderes. Da war nicht hier dieses für Küche, sondern da war eben das Logo für dieses Add-on, ne? Mal gucken. Kunibert? Hat er sich jetzt schon beschwert? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nö, hat er nicht. Wenn ich das mal richtig interpretiere, hat er das gerade nicht gemacht. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, was ein bisschen schade ist, aber egal. Na gut, dann machen wir es anders. Partner mit Lob überschütten, genau. So. Wir können ja eigentlich mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir bestellen mal nochmal, für den Tisch bestellen. Was ist denn Kuchen bringen? Genau, wir bestellen nämlich jetzt noch praktisch als Nachtisch ein bisschen was. Ein salziges Lama für beide. Jo. Und dann kann man ja noch Vanillemuscheln, Schokolade. Ja, das nimmt sie und er nimmt den vertikalen Bärenkuchen. Bärenkuchen. So, die beiden nehmen sie noch. Okay, noch eine Sache. Was machen die denn da? Gut, und in der Zwischenzeit, während die beiden sich ja sehr gut verstehen, weiß gar nicht, was passiert, wenn hier in 52 Minuten der Timer abläuft, kann ich mal gucken, das Restaurant ist sehr, sehr gut befüllt. Ja, sieht gut aus. Also, wenn man jetzt mal ehrlich ist, hier hinten, alles belegt, alles voll, mit bekannten Gesichtern. Ne, wir kennen ja Clara Bjergsen. Wir kennen Elsa Bjergsen, die gute, die sieht aber ganz anders aus als das, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Da hatte sie ja einen Hut und eine Sonnenbrille auf. Wir kennen unseren außerirdischen Freund Felix Sommer und natürlich auch Saskia Bach. Und da fühlt man sich hier unten doch ganz einsam, sage ich mal. Hier ist ja kaum einer. Aber egal. Kunibert unterhält sich prächtig und erwartet, bis die Bestellung gebracht wird. Also die Kellner waren auch schon mal da. Und ich habe den Eindruck, ich mache mal einen Anmachspruch. Ich glaube, das ist mittlerweile ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, kommt gut an.